Eben mal Nachrichten kicken, ja, und man ist bedient. Ah, das ist so geil, wie die lügen, betrügen. Ja, da alle, ja. Ich sage euch mal was, solange es so eine Sender wie N24 gibt, ja, die nichts Besseres zu tun haben, als ständig über irgendwelche Kriege zu berichten, ja, und das zu verherrlichen, ja. Ich habe gerade eine Doku über West Point gesehen, dazu fällt mir nichts mehr ein. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Also, ist doch kein Wunder, dass es so eine Idioten gibt, die dann glauben, sie müssen für ihr Land sterben. Naja, macht mal weiter so. Sterbt mal für euer Land, ja. Das ist krank. Warum? Naja, man kann nicht für das Land sterben. Man kann auch für keinen anderen sterben. Man kann höchstens für sich selber sterben. Also das ist das Allerhöchste der Gefühle, was geht. Aber für jemand anders sterben zu wollen, wie soll das nur funktionieren? Das geht nicht. Selbst wenn man das wollte, würde das nicht gehen. Ja, aber ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss, bis das endlich begriffen wird. Ja. Also, ja, ist schon traurig. Wenn so eine Typen wie Alexander der Große verherrlicht werden, ja, obwohl es ein Egozentriker war, gewesen ist und nichts anderes, ja. Der hat nur seinen Weg verfolgt und keinen anderen, ja. Oder so eine Type wie Hitler, ja, dem ist es da erst möglich geworden, ja, zu tun, was er getan hat, weil er unterstützt wurde von den falschen Leuten. Ja, von denen, die gedacht haben, sie könnten ihn ja im Griff haben. Ne? Hatten sie aber nicht. Ja, damit muss man rechnen. Das ist genauso wie mit der Ukraine, ja, und dem Putin da. Ja. Putin kann man nicht ausrechnen. Warum nicht? Na, weil er irre ist. Ja, man kann übrigens gar keinen ausrechnen, ja. Warum nicht? Naja, ganz einfach, weil man nie weiß, was der andere in den nächsten 5 Minuten tut und wer daherkommt und sagt, er weiß das. Das ist ein Lügner. Ja, der ist ein Lügner. Warum? Naja, weil er nicht der andere ist. Ja, ich kann doch nur über mich was sagen und das ist auch begrenzt. Wie oft habe ich erlebt und mich dabei erwischt, dass ich was gemacht habe, wo ich gedacht habe, das würde ich nie tun. Habe ich oft gehabt. Ne? Allerdings wird das mit der Zeit immer weniger, wenn man daran arbeitet. Ne? So wie ich. Ne? Ich mache das. Ne? So, ich muss mal hier den Sound hochholen. Oh, das ist so geil. Ja, da geht's mir gut. Ne? Dann geht's mir gut. Ja, was könnte ich denn noch so von mir geben? Ich habe hier so viele Informationen hier gerade gekriegt, dass es zum Himmel stinkt. Ja. Ach, der Actorus Dominicus fällt mir da gerade ein. Ja, der Mann ist sehr gut. Ne? Der teilt ja da oft Sachen von der hessischen Nachrichten da oder irgendwie. Ja, wie, also ich kann nur eins sagen, die Welt sollte endlich aufwachen. Zeit wird es. Ja, wenn die paar Wichser da noch weitermachen können, dann sehe ich wirklich schwarz. Ja. Alleine, wenn ich das immer schon höre, alles für unsere Kinder. Naja, was denn für unsere Kinder? Unsere Kinder in Deutschland zum Beispiel. Ja, unsere. Hier in Deutschland. Die sollen schon mal für 3 Jahre arbeiten gehen. Das steht heute schon fest. Ja, ist doch eine Frechheit. Und dann sagen die alles für unsere Kinder. Die Rente ist nicht sicher. Da ist nicht sicher. Nichts ist sicher. Das Einzige, was sicher ist, dass die immer noch an der Schraube drehen. Ja? Aber ich sage mal, angefangen hat es in den 70ern. Ja? Also jetzt, was Deutschland betrifft. Ja? Da waren die Gewerkschaften, die ÖTV zum Beispiel. Ja? Klunker hieß der Wichser da. Ja? Ich weiß nicht jetzt gerade, diese fette Drecksau. Ja? Eine richtige fette, vollgefressene Drecksau war das. Ja?
Das war in den 70er Jahren. Da ging es allen gut. Ein Hilfsarbeiter, der konnte mit seiner Familie zweimal im Jahr in Urlaub fahren. Das ging. Ja? Heute kann er nicht mal erinnern, wo beide arbeiten gehen. Wenn die eh mal in Urlaub fahren können, dann können die aber auch schon zufrieden sein. Ja? So ist es heute. Und die schrauben immer weiter zurück. Das merkt ja keiner. Ich hab's aber gemerkt. Ja? Die hören einfach nicht auf mit auf. Ja? Und warum nicht? Naja, weil wir uns nicht wehren, weil wir zu doof sind. Ja, wir könnten ja das Richtige wählen. Wobei das auch schwachsinnig ist, man kann nicht das Richtige wählen. Das Richtige wäre ja, man wählt sich selbst. Ja? Dann passt das schon. Und genau daran appelliere ich ja auch immer. Ja? Erstmal muss man sich um sich selber kümmern. Und wenn man dann noch Zeit hat, kann man sich vielleicht um andere kümmern, wobei das immer nur beschränkt geht. Ne? Warum? Naja, weil man nicht der andere ist. Ja. Wünsche euch ein schönes Wochenende da draußen. Lasst es euch gut gehen. Andere tut es nicht für euch. Das ist so geil, was ich manchmal sehe und erlebe.